Hallo liebe Gemüsefreunde, in diesem Video stelle ich mich der Frage, sind Kartoffeln, Weizen und Mais Gemüse? Letzte Woche habe ich schon die Frage beantwortet, welche Unterschiede es zwischen Obst und Gemüse gibt und dieses Mal geht es um landwirtschaftliche und gemüsebauliche Kulturen. Es geht wie immer los nach dem Intro. Floll. Die Hauptfrage vorab: Ist denn eine Kartoffel, ist denn Mais und Weizen oder Roggen oder auch die Zuckerrübe, ist es denn Gemüse? Die Frage ist ganz einfach beantwortet, nein, denn das sind landwirtschaftliche Kulturen. Es wird grundsätzlich zwischen landwirtschaftlichen und gemüsebaulichen Kulturen unterschieden. Und es hat verschiedene Gründe, drei erläutere ich nun im Anschluss. Zum einen sind es ganz klar die Dimensionen und auch die Anbauverfahren. Schaut euch diese Tabelle an, das ist eine Tabelle von 2020, welche gemüsebaulichen Kulturen auf wie viel Hektar Fläche angebaut worden ist. Und da seht ihr den Spitzenreiter, den Spargel mit 126.000 Hektar. Eine große Zahl, großer Abstand zur zweitwichtigsten gemüsebaulichen Kultur. Merkt euch die Zahl, wichtig eigentlich nur der Spargel als Größenordnung und dann schaut euch diese Tabelle an. Das sind von, 2018 die wichtigsten landwirtschaftlichen Feldfrüchte und da seht ihr Kartoffel zum Beispiel schon, eine eigentlich wichtige Feldfrucht, aber da in dieser Tabelle am geringsten bemessen mit 250.000 Hektar. Das heißt, die am wenigsten angebaute, wichtigste Feldfrucht der Landwirtschaft hat bereits doppelt so viel Fläche wie die wichtigste gemüsebauliche Kultur. Und das sind halt Größenordnungen, gerade wenn ihr dann Richtung Winterweizen geht, schaut euch diese Dimensionen an. Das sind fast 3 Millionen Hektar. Ja, und dementsprechend sind auch die Anbauverfahren unterschiedlich. Gemüsebauliche Kulturen werden viel noch per Hand gepflanzt, gerade Kohlsachen, gerade so Kohlrabi muss spezifisch gepflanzt werden, darf nicht zu tief gepflanzt werden. Passiert mit spezielleren Maschinen. Landwirtschaftliche Kulturen werden oft einfach gesät. Zum anderen hat es einen historischen Hintergrund. Landwirtschaftliche Kulturen, Kartoffeln, Weizen, Roggen wurde eben auch schon sehr viel länger, sehr viel größer angebaut und da hat man halt Felder angelegt, wo halt draußen außerhalb des Wohnbereichs eben geackert worden ist und gemüsebauliche Kulturen hat man eher am Haus bewirtschaftet, im eben Garten, deswegen wahrscheinlich gartenbauliche Kultur, eben in diesem Hausgarten hinterm Haus eingezäunt hat man dann eben seinen Salat oder seine Kohlsachen eben angebaut. Und das zog sich halt bis in die Moderne, dass man da eben neben Zierpflanzen, Rosen, Pipapo, eben dann auch seine Nutzpflanzen hatte. Und der dritte Grund ist, dass landwirtschaftliche Kulturen für die Ernährung primär sind, wie zum Beispiel Mais, Roggen, Weizen, eben eine Sache, die wir viel anbauen müssen, damit wir uns ernähren können und eben gemüsebauliche Kulturen für die Ernährung sekundär ist. Es ist nice to have, dass wir uns auch vielseitig und auch vielschichtig ernähren, aber es ist im Prinzip sekundär wichtig, weil wir theoretisch ohne Gemüse auch überleben können, wenn wir nur Getreidebrei essen zum Beispiel. Und das war im Prinzip meine Ausführung, ob Kartoffeln und Getreide Gemüse ist. Ja, eher halt nicht. Es sind landwirtschaftliche Kulturen und Gemüse ist halt eine gartenbauliche Kultur. Und darin wird halt unterschieden. Jo, habt ihr weitere Themenwünsche zum Thema Basics, Sachen, die euch immer mal interessiert haben? Schreibt sie in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Es ist mal wieder ungeskriptet gewesen. Ich mag es eigentlich ganz gerne so vor mich hin labern. Natürlich mit Cuts und so. Aber es ist eigentlich cool. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus, damit das Video ein bisschen besser gerankt wird. Und
abonniert mich auf Instagram, wo ich jetzt aktiv bin. Endlich, nach vielen Jahren, habe ich meinen Instagram-Account aktiviert und... Okay, gut. Macht es gut. Wir sehen uns. Tschüss.